Schliefen in einer Unterführung in einem geparkten Wagen, die Jacketts und die Decke auf sich gehäuft. In der Dunkelheit und der Stille konnte er da und dort Lichtpünktchen auf dem Tarnnetz der Nacht erscheinen sehen. Die höheren Stockwerke der Gebäude waren allesamt dunkel. Man müsste Wasser hinaufschleppen, man könnte ausgeräuchert werden. Was aßen sie? Das wusste nur der Himmel. In die Jacketts gehüllt blickten sie zum Fenster hinaus. Wer ist das, Papa? Ich weiß es nicht. In der Nacht wachte er auf und lauschte. Er konnte sich nicht erinnern, wo er war. Der Gedanke brachte ihn zum Lächeln. Wo sind wir? sagte er. Was ist denn, Papa? Nichts, alles in Ordnung. Schlaf weiter. Wir schaffen es doch. Oder, Papa? Ja, wir schaffen es. Und uns wird nichts Schlimmes passieren? Richtig. Weil wir das Feuer bewahren? Ja, weil wir das Feuer bewahren. Am anderen Morgen fiel ein kalter Regen. Er wehte trotz der Überführung über das Auto und tanzte auf der Straße dahinter. Sie saßen da und starrten durch das Wasser auf die Scheibe. Als der Regen endlich nachließ, war ein Großteil des Tages vorüber. Sie ließen die Jacketts und die Decke auf dem Boden vor dem Rücksitz liegen und gingen die Straße hinauf, um weitere Häuser zu durchsuchen. In der feuchten Luft Holzrauch. Den Hund hörten sie nicht mehr. Sie fanden einige Utensilien und ein paar Kleidungsstücke, ein Sweatshirt, etwas Plastikfolie, die sie als Plane verwenden konnten. Er war sich sicher, dass sie beobachtet wurden, sah jedoch niemanden. In einer Speisekammer stießen sie auf Reste eines Sacks Maismehl, über den sich in jener lang vergangenen Zeit Ratten hergemacht hatten. Er siebte das Mehl durch ein Stück Fliegengitter, auf dem eine kleine Handvoll getrockneter Kot zurückblieb, dann entzündeten sie auf der Betonveranda des Hauses ein Feuer, machten Fladen aus dem Mehl und buken sie auf einem Stück Blech. Sie aßen sie langsam, einen nach dem anderen. Die wenigen, die übrig blieben, wickelte er in ein Stück Papier und steckte sie in den Rucksack. Der Junge saß auf der Eingangstreppe, als er am hinteren Ende der Einfahrt des gegenüberliegenden Hauses eine Bewegung wahrnahm. Ein Gesicht sah ihn an. Ein Junge, ungefähr in seinem Alter, in einen zu großen Wollmantel mit aufgekrempeltem Ärmel gehüllt. Er stand auf, er rannte über die Straße und die Einfahrt hinauf. Niemand da. Er blickte zum Haus hin und rannte dann durch das tote Unkraut bis zum hinteren Ende des Gartens an einen stillen schwarzen Bach. Komm zurück, rief er, ich tu dir nichts. Er stand immer noch da und weinte, als sein Vater über die Straße gerannt kam und ihn am Arm packte, was machst du denn da? zischte er. Was soll denn das? Da ist ein kleiner Junge, Papa. Da ist ein kleiner Junge. Da ist kein kleiner Junge. Was soll denn das? Doch, da ist ein kleiner Junge. Ich hab ihn gesehen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich nicht vom Fleck rühren. Hab ich dir das nicht gesagt? Jetzt müssen wir gehen. Komm. Ich wollte ihn doch bloß sehen, Papa. Ich wollte ihn bloß sehen. Der Mann nahm ihn beim Arm und sie gingen durch den Garten zurück. Der Junge hörte nicht auf zu weinen und blickte sich immer wieder um. Komm schon, sagte der Mann, wir müssen gehen. Ich will ihn sehen, Papa. Es gibt niemanden zu sehen. Willst du sterben? Ist es das, was du willst? Das ist mir egal, sagte der Junge schluchzend. Das ist mir egal. Der Mann blieb stehen. Er blieb stehen, ging in die Hocke und zog ihn an sich. Es tut mir leid, sagte er. Sag das nicht. Du darfst das nicht sagen. Sie gingen durch die nassen Straßen zur Überführung zurück, holten die Jacketts und die Decke aus dem Auto, marschierten weiter zum Bahndamm, wo sie hinaufkletterten, die Gleise überquerten, in den Wald eintauchten, den Wagen holten und den Highway ansteuerten. Und wenn der kleine Junge niemanden hat, der auf ihn aufpasst? fragte er. Wenn er keinen Papa hat? Dort sind Leute. Sie haben sich bloß versteckt. Er schob den Wagen auf die Straße und blieb stehen. Er konnte die Spuren des Lastwagens in der feuchten Asche erkennen, schwach und ausgewaschen, aber vorhanden. Er meinte sie riechen zu können. Der Junge zog an seiner Jacke. Papa, sagte er, was denn? Ich habe Angst um den kleinen Jungen. Ich weiß, aber ihm passiert schon nichts. Wir sollten ihn holen, Papa. Wir könnten ihn holen und mitnehmen. Wir könnten ihn mitnehmen und den Hund auch. Der Hund könnte was zu essen fangen. Das geht nicht. Und ich würde dem kleinen Jungen die Hälfte von meinem Essen abgeben. Hör auf. Es geht nicht. Er weinte wieder. Was wird aus dem kleinen Jungen? schluchzte er. Was wird aus dem kleinen Jungen? In der Dämmerung setzten sie sich an einer Kreuzung auf die Straße und er legte die einzelnen Blätter der Karte auf den Boden und studierte sie. Er tippte mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle. Hier sind wir, sagte er, genau hier. Der Junge sah nicht hin. Der Mann studierte das verschlungene Streckenmuster in Rot und Schwarz, den Finger auf die Kreuzung gelegt, wo er zu sein meinte. Als sehe er sie ganz klein dort kauern. Wir könnten zurückgehen sagte der Junge leise. Es ist nicht so weit. Es ist nicht zu spät. In einem Waldstück, nicht weit von der Straße entfernt, fanden sie einen trockenen Lagerplatz. Es gab keine geschützte Stelle, an der sie ein Feuer hätten machen können, das nicht zu sehen gewesen wäre, also machten sie keines. Jeder von ihnen aß zwei Maismehlfladen, dann schliefen sie, in die Jacketts und Decken gehüllt, aneinander geschmiegt auf dem Boden. Er hielt den Jungen in den Armen, und nach einer Weile hörte der Junge zu zittern auf und schlief etwas später ein. Der Hund, an den er sich erinnert, folgte uns zwei Tage lang. Ich versuchte erfolglos, ihn anzulocken. Ich machte eine Drahtschlinge, um ihn zu fangen. Im Revolver waren drei Patronen, keine zu erübrigen. Sie entfernten sich die Straße hinunter. Der Junge schaute ihr nach, dann schaute er mich an und dann den Hund, und dann begann er zu weinen und um das Leben des Hundes zu bitten, und ich versprach dem Hund nichts zu tun ein bloßes Skelett, über das ich die Haut spannte. Am nächsten Tag war er verschwunden. Das ist der Hund, an den er sich erinnert. An irgendwelche kleinen Jungen erinnert er sich nicht. Er hatte eine Handvoll Rosinen in ein Tuch eingeschlagen und in die Tasche gesteckt, und gegen Mittag setzten sie sich in das tote Gras am Straßenrand und aßen sie. Der Junge sah ihn an. Das ist alles, was noch da ist, stimmt's? fragte er. Ja. Müssen wir jetzt sterben? Nein. Was machen wir jetzt? Wir trinken ein bisschen Wasser, dann gehen wir weiter die Straße entlang. Okay. Am Abend stapften sie auf der Suche nach einer Stelle, an der ihr Feuer nicht zu sehen sein würde, über ein Feld, zogen den Wagen hinter sich her über die Erde. So wenig Verheißungsvolles in diesem Land. Morgen würden sie etwas zu essen auftreiben. Die Nacht holte sie auf einer matschigen Straße ein. Sie bogen auf das Feld ab und trotteten einem fernen Gehölz entgegen, das sich hart und schwarz vor dem letzten Rest der sichtbaren Welt abzeichnete. Bis sie dort anlangten, war es finstere Nacht. Er hielt den Jungen bei der Hand, schob mit dem Fuß Zweige und Buschwerk zusammen und machte Feuer. Das Holz war feucht, aber er schälte mit seinem Messer die tote Rinde ab und schichtete Buschwerk und Stöcke um das Feuer herum, damit sie in der Hitze trockneten. Dann breitete er die Plastikplane auf dem Boden aus, holte Jacken und Decken aus dem Wagen, zog sich und dem Jungen die feuchten, schlammverkrusteten Schuhe aus. Und dann saßen sie da, die Hände zu den Flammen hingestreckt. Er überlegte, was er sagen könnte, aber ihm fiel nichts ein. Er hatte dieses Gefühl, das über die Benommenheit und dumpfe Verzweiflung hinausging, schon einmal gehabt, dass die Welt auf einen rohen Kern nicht weiter zerlegbarer Begriffe zusammenschrumpfte, dass die Namen der Dinge langsam den Dingen selbst in die Vergessenheit folgten. Farben. Die Namen von Vögeln. Dinge, die man essen konnte, schließlich die Namen von Dingen, die man für wahr hielt. Zerbrechlicher, als er gedacht hätte, wie viel war schon verschwunden? Das heilige Idiom wurde seiner Bezüge und damit seiner Wirklichkeit beraubt, zog sich zusammen wie etwas, das Wärme zu halten versucht und irgendwann endgültig erlöschen wird. In ihrer Erschöpfung schliefen sie die Nacht durch und am Morgen war das Feuer nur noch tote schwarze Asche. Er zog seine schlammverkrusteten Schuhe an und blies während er Holz sammeln ging auf seine gewölbten Hände. So kalt. Es könnte November sein oder auch später. Er zündete ein Feuer an und ging bis an den Rand des Waldstücks, wo er stehen blieb und auf die Landschaft hinausblickte. Die toten Felder, in der Ferne eine Scheune, Sie marschierten los, die ungepflasterte Straße entlang, über einen Hügel, wo einmal ein Haus gestanden hatte. Es war vor langer Zeit abgebrannt. Im schwarzen Wasser des Kellers stand die verrostete Form eines Heizkessels, eingedellt auf den Feldern, wo der Wind sie hingeweht hatte, Stücke von verkohltem Dachblech. In der Scheune ergatterten sie auf dem staubigen Boden eines Stahlblechsilos eine Paar Handvoll irgendeines Getreides, dass er nicht erkannte und dass sie mitsamt dem Staub an Ort und Stelle aßen. Dann machten sie sich über die Felder auf den Weg zur Straße. Sie folgten einer Steinmauer, vorbei an den Überresten eines Obstgartens, die Bäume in ihren ordentlichen Reihen verkrümmt und schwarz, der Boden dicht mit abgebrochenen Ästen bedeckt. Er blieb stehen und blickte über die Felder, Wind im Osten. Die weiche Asche in den Furchen bewegte sich kam zum Stillstand, bewegte sich erneut. Er hatte das alles schon gesehen. Auf den Grasstoppeln Formen aus getrocknetem Blut und Eingeweideschlingen, wo man die Erschlagenen ausgeweidet und fortgeschleppt hatte. Die Mauer dahinter zierte ein Fries von Menschenköpfen, lauter gleiche Gesichter, vertrocknet und eingefallen, mit straffen Grinsen und tief eingesunkenen Augen. Sie trugen Goldringe an ihren Lederohren. Das schüttere, strähnige Haar auf ihren Schädeln flatterte im Wind. Die Zähne in ihren Höhlen wie Abgüsse, die primitiven Tätowierungen mit irgendeinem selbstgebrauten, im spärlichen Sonnenlicht verblassten Weit eingeritzt. Spinnen, Schwerter, Zielscheiben, ein Drache, runenhafte Slogans, falsch geschriebene Glaubenssätze, alte Narben mit alten an den Rändern eingestochenen Motiven. Den nicht völlig zertrümmerten Köpfen hatte man die Haut abgezogen, die nackten Schädel waren bemalt und auf der Stirn mit einem Krakel signiert. Ein weißer Knochenschädel hatte sorgfältig mit Farbe nachgestochene Nähte, wie bei einer Bauanleitung. Er blickte zu dem Jungen zurück. Der stand neben dem Wagen im Wind. Er betrachtete das trockene, sich leicht bewegende Gras und die dunklen, verkrümmten Bäume in ihren Reihen. Ein paar an die Mauer gewehte Kleiderfetzen, alles grau von Asche. Er ging die Mauer entlang, kam zu einer letzten Inspektion an den Masken vorbei und gelangte durch einen Durchlass zu der Stelle, wo der Junge wartete. Er legte ihm den Arm um die Schultern. Okay, sagte er, gehen wir. Inzwischen sah er in jeder derartigen Episode der jüngsten Vergangenheit eine Botschaft. Eine Botschaft und eine Warnung, und als solche erwies sich auch das Tableau der Erschlagenen und Gefressenen. Als er am Morgen erwachte, sich in die Decke gewickelt, umdrehte und zwischen den Bäumen hindurch die Straße entlang blickte, auf der sie gekommen waren, sah er die ersten Viererreihen der Marschierenden auftauchen. In Kleidern aller Art, jeder mit einem roten Halstuch. Rot oder Orange, Farben, die rot möglichst nahe kamen. Er legte dem Jungen die Hand auf den Kopf. Psst, sagte er. Was ist denn, Papa? Leute auf der Straße. Lass den Kopf unten. Sieh nicht hin. Kein Rauch von dem toten Feuer. Vom Wagen nichts zu sehen. Er schmiegte sich an den Boden, beobachtete sie über seinen Unterarm hinweg. Eine Armee in Tennisschuhen mit schwerem Schritt. In den Händen einen Meter lange Stahlrohrstücke mit Leder umwickelt. Kordeln an den Handgelenken. Durch manche Rohrstücke waren kurze Ketten gefädelt, an deren Enden alle Arten von Knütteln befestigt waren. In wiegendem Gang, wie Spielzeuge zum Aufziehen, klirrten sie vorbei. Bärtig, ihr Atem wie Rauch vor ihren Mundschutzen. Psst, sagte er, psst! die folgende phalanx trug mit bändern verzierte speere oder lanzen die langen spitzen in irgendeiner primitiven schmiede im landesinneren aus lkw federn zurechtgehämmert der junge barg völlig verängstigt das gesicht in den armen keine hundert meter entfernt marschierten sie vorbei so daß der boden leicht bebte mit schwerem schritt hinter ihnen kamen karren Gezogen von angeschirrten Sklaven und hoch beladen mit Kriegsbeute, danach die Frauen, etwa ein Dutzend, einige davon schwanger und zuletzt ein Reservekontingent von Lustknaben, für die Kälte zu dünn angezogen und um den Hals Hundehalsbänder, über die sie miteinander verbunden waren. Das Ganze zog vorüber. Sie lagen da und lauschten. Sind Sie weg, Papa? Ja, Sie sind weg. Hast du sie gesehen? Ja. Waren das die Bösen? Ja, das waren die Bösen. Gibt ganz schön viele von diesen Bösen. Ja, aber jetzt sind sie weg. Sie standen auf, klopften sich die Kleider ab, lauschten der fernen Stille. Wo wollen die hin, Papa? Ich weiß nicht. Sie sind unterwegs. Das ist kein gutes Zeichen. Warum ist das kein gutes Zeichen? Es ist ebenso. Wir müssen einen Blick auf die Karte werfen. Sie zogen den Wagen aus dem Buschwerk, mit dem sie ihn getarnt hatten, er richtete ihn auf und lud die Decken und die Jacketts ein, dann gingen sie hinaus auf die Straße, blieben stehen und sahen zu der Stelle hin, wo der letzte der zerlumpten Horde wie ein Nachbild in der bewegten Luft zu schweben schien. Am Nachmittag fing es wieder zu schneien an, Sie blieben stehen und sahen zu, wie die fahlgrauen Flocken aus der düsteren Trübnis herabschwebten. Sie trotteten weiter. Auf der dunklen Straßendecke bildete sich dünner Schneematsch. Der Junge fiel immer wieder zurück, und er blieb stehen und wartete auf ihn. Bleib bei mir, sagte er. Du gehst zu schnell. Ich gehe langsamer. Sie gingen weiter. Du redest schon wieder nicht mit mir. Ich rede doch. Willst du halt machen? Ich will immer halt machen. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich muss vorsichtiger sein. Ich weiß. Wir machen halt, okay? Okay. Wir müssen bloß eine geeignete Stelle finden. Okay. Der fallende Schnee umfing sie wie ein Vorhang. Weder auf der einen noch auf der anderen Straßenseite war etwas zu erkennen. Er hustete wieder und der Junge fröstelte. Während sie Seite an Seite das Stück Plastikplane über ihre Köpfe gezogen, den Einkaufswagen durch den Schnee schoben. Schließlich blieb er stehen. Der Junge zitterte unkontrollierbar. Wir müssen Halt machen, sagte er. Es ist wirklich kalt. Ich weiß. Wo sind wir? Wo wir sind? Ja. Ich weiß nicht. Wenn wir sterben müssten, würdest du es mir dann sagen? Ich weiß nicht. Wir müssen nicht sterben. Sie ließen den Wagen auf der Seite liegend in einer Riedgraswiese zurück, er nahm die in die Plastikplane gewickelten Jacken und Decken, und sie machten sich auf den Weg. Durch das Riedgras kamen sie an einen Zaun, den sie durchstiegen, wobei jeder dem anderen mit den Händen den Draht herunterdrückte. Der Draht war kalt und knirschte in den Krampen. Es wurde rasch dunkel. Sie gingen weiter, Schließlich gelangten sie zu einem Zedernwäldchen, die Bäume tot und schwarz, aber noch voll genug, um den Schnee abzuhalten, unter jedem ein kostbarer Kreis dunkle Erde mit Zedernnadeln. Sie ließen sich unter einem Baum nieder und häuften die Jacken und Decken aufeinander, dann wickelte er den Jungen in eine Decke und machte sich daran, die toten Nadeln zu einem Haufen zusammenzuscharren, ein Stück weit vom Stamm entfernt, so daß das Feuer den Baum nicht in Brand setzen würde, räumte er eine Stelle von Schnee frei und schaffte Holz von den anderen Bäumen heran. Brach Äste ab, von denen er den Schnee abschüttelte. Als er die Flamme des Feuerzeugs an den ergiebigen Zunder hielt, prasselte das Feuer sofort auf. Und er wusste, dass es nicht lang vorhalten würde. Er sah den Jungen an. Ich muss mehr Holz holen. Ich bleibe in der Umgebung. Okay? Wo ist das? Die Umgebung? Das heißt einfach, dass ich nicht weit weggehe. Okay. Der Schnee lag mittlerweile 15 Zentimeter hoch. Er stapfte mühsam zwischen den Bäumen hindurch und sammelte die abgefallenen Äste auf, die aus dem Schnee ragten, und als er einen Arm voll zusammen hatte und zum Feuer zurückkehrte, war es zu einem Häufchen bebender Glut heruntergebrannt. Er warf die Äste darauf und zog wieder los. Schwer da mitzuhalten. Im Wald wurde es dunkel und das Licht des Feuers reichte nicht weit. Wenn er sich beeilte, verausgabte er sich nur. Als er zurückblickte, schleppte sich der Junge tief gebückt durch den Schnee und sammelte Zweige, die er in seinen Armen bündelte. Es schneite und hörte nicht auf zu schneien. Er blieb die ganze Nacht wach. Und stand dann und wann auf, um das Feuer wieder anzufachen. Er hatte die Plane auseinandergefaltet und sie im Schutz des Baumes an einem Ende hochgebunden, damit sie die Wärme reflektierte. Im orangefarbenen Licht betrachtete er das Gesicht des schlafenden Jungen, die eingefallenen, schwarz verschmierten Wangen. Er unterdrückte den Zorn. Sinnlos. Der Junge konnte wohl nicht mehr sehr weit gehen. Selbst wenn es zu schneien aufhörte, wäre die Straße so gut wie unpassierbar. In der Stille wisperte der Schnee herab und die Funken stoben auf, verglommen und erstarben in der ewigen Schwärze. Er schlief halb, als er im Wald ein Krachen hörte, dann ein zweites. Er setzte sich auf. Das Feuer war auf vereinzelte Flämmchen in der Glut heruntergebrannt. Er lauschte, das lange, trockene Knacken abbrechender Zweige. Dann wieder ein Krachen. Er streckte die Hand aus und schüttelte den Jungen. Wach auf, sagte er, wir müssen gehen. Der Junge rieb sich mit dem Handrücken den Schlaf aus den Augen. Was ist denn? fragte er. Was ist, Papa? Komm, wir müssen weg. Was ist denn? Die Bäume. Sie stürzen um. Der Junge setzte sich auf und blickte sich verstört um. Keine Angst, sagte der Mann. Komm, wir müssen uns beeilen. Er raffte das Bettzeug an sich, faltete es zusammen und wickelte die Plane darum. Er blickte auf. Der Schnee wehte ihm in die Augen. Das Feuer bestand fast nur noch aus Kohlen, die keinerlei Licht gaben. Das Holz war fast aufgebraucht, und um sie herum, in der Schwärze, stürzten die Bäume um. Der Junge klammerte sich an ihn. Sie setzten sich in Bewegung, und er versuchte in der Dunkelheit eine Lichtung zu finden, doch schließlich legte er die Plane auf den Boden, sie setzten sich einfach hin, zogen sich die Decken über den Kopf, und er hielt den Jungen an sich gedrückt. Die dumpfen Schläge der umstürzenden Bäume und das tiefe Wummern, mit dem die Schneelasten zerplatzten, ließen den Wald erzittern. Er hielt den Jungen fest und sagte ihm, er solle keine Angst haben, es werde bald aufhören, und nach einer Weile tat es das auch. Das dumpfe Chaos erstarb in der Ferne, noch ein letztes Geräusch, vereinzelt und weit weg. Dann nichts mehr. Na, siehst du? sagte er. Ich denke, das war's. Unter einem umgestürzten Baum grub er eine Höhle, schaufelte mit den Armen den Schnee weg, die vor Kälte erstarrten Hände in die Innenseite seiner Ärmel verkrallt, Sie zerrten ihr Bettzeug und die Plane herein, und nach einer Weile schliefen sie trotz der bitteren Kälte wieder. Bei Tagesanbruch schob er sich aus ihrer Höhle unter der von Schnee schweren Plane hervor. Er stand auf und blickte sich um. Es hatte zu schneien aufgehört, und die Zedern lagen in Hügeln aus Schnee, abgebrochenen Ästen, und ein paar stehengebliebenen Stämmen umher, die nackt und wie verbrannt in der grau werdenden Landschaft aufragten. Er ließ den Jungen, wie ein Winterschlaf haltendes Tier, unter dem Baumstamm zurück und stapfte durch die Verwehungen los. Der Schnee reichte ihm fast bis zu den Knien. Das tote Riedgras auf der Wiese war kaum mehr zu sehen, der Schnee stand in gezackten Graten auf den Zaundrähten, und die Stille war atemverschlagend. Er stand an einen Pfosten gelehnt und hustete. Er hatte wenig Ahnung, wo sich der Wagen befand und dachte, dass er allmählich verblödete und sein Verstand nicht mehr richtig funktionierte. Konzentrier dich, sagte er, du musst nachdenken! Als er sich umdrehte, um zurückzugehen, rief der Junge nach ihm. Wir müssen gehen, sagte er, hier können wir nicht bleiben. Der Junge starrte freudlos auf die grauen Verwehungen. Na komm. Sie stapften hinaus zum Zaun. Wo gehen wir hin? fragte der Junge. Wir müssen den Wagen finden. Er stand einfach nur da, die Hände unter den Achseln seines Parkas. Na komm, sagte der Mann, du mußt kommen. Er wartete über die verwehten Felder, der Schnee war tief und grau und schon von einer frischen Ascheschicht bedeckt. Er mühte sich noch ein paar Schritte weiter, dann drehte er sich um und blickte zurück. Der Junge war gestürzt. Er ließ den Arm voll decken und die Plane fallen, eilte zurück und hob ihn auf. Er zitterte bereits. Er hob ihn auf und drückte ihn an sich. Es tut mir leid, sagte er. Es tut mir leid. Sie brauchten lange, um den Wagen zu finden. Er hiefte ihn aus den Verwehungen und stellte ihn auf die Räder, wühlte den Rucksack hervor, schüttelte ihn aus, öffnete ihn und stopfte eine von den Decken hinein. Er legte den Rucksack, die anderen Decken und die Jacketts in den Korb und hob den Jungen hoch, setzte ihn oben drauf, löste ihm die Schnürsenkel und zog ihm die Schuhe aus. Dann zückte er sein Messer und machte sich daran, eines der jacketts zu zerschneiden und die füße des jungen mit den stoffstreifen zu umwickeln er verwendete das ganze jackett dann schnitt er große plastikvierecke aus der plane legte sie von unten um die füße des jungen und band sie mit dem futterstoff aus den jackettärmeln an den knöcheln fest er trat einen schritt zurück der junge senkte den blick jetzt du papa sagte er er hüllte den jungen in eines der jacketts dann setzte er sich im Schnee auf die Plane und umwickelte sich selbst die Füße. Er stand auf und wärmte sich die Hände in seinem Parka, dann packte er ihre Schuhe zusammen mit dem Fernglas und dem Spielzeuglastwagen in den Rucksack. Er schüttelte die Plane aus, faltete sie zusammen, befestigte sie mit den anderen Decken auf dem Rucksack, schulterte ihn und ging ein letztes Mal den Inhalt des Korbes durch, aber da war nichts mehr. Gehen wir! sagte er. Der Junge warf einen letzten Blick zurück zu dem Wagen, dann folgte er ihm zur Straße. Das Gehen war noch beschwerlicher, als er vermutet hätte. In einer Stunde legten sie knapp zwei Kilometer zurück. Er blieb stehen und blickte sich zu dem Jungen um. Der Junge blieb stehen und wartete. Du glaubst, wir müssen sterben, stimmt's? Ich weiß nicht. Wir werden nicht sterben. Okay. Aber du glaubst mir nicht. Ich weiß nicht. Warum glaubst du, wir müssen sterben? Ich weiß nicht. Hör auf mit diesem Ich weiß nicht. Okay. Warum glaubst du, wir müssen sterben? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir treiben schon was auf. Okay. Was glaubst du, wie lange Menschen ohne Essen überleben können? Ich weiß nicht. Aber was glaubst du? Vielleicht ein paar Tage. Und was dann? Dann fällt man tot um? Ja. Falsch. Das dauert lange. Wir haben Wasser. Das ist das Wichtigste. Ohne Wasser überlebt man nicht sehr lange. Und Wasser haben wir. Okay. Aber du glaubst mir nicht. Ich weiß nicht. Er musterte ihn, wie er dastand die Hände in den Taschen des übergroßen Nadelstreifenjackets. Glaubst du, ich belüge dich? Nein. Aber was das Sterben angeht, glaubst du, dass ich vielleicht schon lüge? Ja. Okay. Vielleicht tue ich das ja auch. Aber wir werden nicht sterben. Okay. Er musterte den Himmel. Es gab Tage, an denen sich der aschfarbene Überzug lichtete, und nun warfen die Bäume an der Straße einen ganz schwachen Schatten. Sie marschierten weiter. Dem Jungen ging es nicht gut. Er blieb stehen, sah nach seinen Füßen, verknotete das Plastik neu. Wenn der Schnee zu schmelzen anfing, würde es schwierig werden, die Füße trocken zu halten. Sie ruhten oft aus. Er hatte nicht die Kraft, das Kind zu tragen. Sie setzten sich auf den Rucksack und aßen mehrere Handvoll des schmutzigen Schnees. Am Nachmittag begann er zu schmelzen. Sie kamen an einem niedergebrannten Haus vorbei, von dem bloß noch der gemauerte Schornstein stand. Sie waren den ganzen Tag unterwegs, wenn von Tag überhaupt die Rede sein konnte. So wenige Stunden. Insgesamt schafften sie vielleicht fünf Kilometer. Er dachte, die Straße sei so schwer passierbar, dass niemand sie benutzte, aber er irrte sich. Sie kampierten knapp daneben und entzündeten ein großes Feuer, zerrten tote Äste aus dem Schnee und häuften sie auf die Flammen, wo sie zischten und dampften. Es war nicht zu ändern. Die wenigen Decken, die sie hatten, würden sie nicht warm halten. Er versuchte, wach zu bleiben. Immer wieder fuhr er aus dem Schlaf hoch und tastete mit fahrigen Bewegungen nach dem Revolver. Der Junge war so dünn. Er betrachtete ihn, während er schlief. Straffe Gesichtshaut und hohle Augen. Eine seltsame Schönheit. Er stand auf und zerrte mehr Holz aufs Feuer. Sie gingen auf die Straße und blieben stehen. Im Schnee waren Spuren. Ein Wagen. Irgendein Gefährt mit Rädern. Nach dem schmalen Profil zu urteilen etwas mit Gummireifen. Zwischen den Rädern Stiefelabdrücke. Jemand war in der Dunkelheit Richtung Süden vorbeigekommen. Spätestens bei Anbruch der Dämmerung. War nachts unterwegs. Er überlegte, was das zu bedeuten hatte. Er schritt die Spuren ab. Die Leute waren keine zwanzig Meter vom Feuer entfernt vorbeigekommen und hatten sich gar nicht damit aufgehalten, nachzusehen. Er blickte die Straße hinauf. Der Junge sah ihm zu. Wir müssen von der Straße runter. Wieso, Papa? Es kommen Leute. Sind die böse? Ja, ich fürchte schon. Es könnten doch auch gute sein, oder? Er gab keine Antwort. Aus alter Gewohnheit blickte er zum Himmel auf, aber es war nichts zu sehen. Was machen wir denn jetzt, Papa? Gehen wir. K können wir zum Feuer zurück? Nein, komm, wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich habe richtig Hunger. Ich weiß. Was. Machen wir denn jetzt? Wir müssen uns verkriechen, von der Straße runter. Sehen die nicht unsere Spuren? Doch. Was können wir da machen? Ich weiß nicht. Werden Sie wissen, was wir sind? Was? Wenn Sie unsere Spuren sehen. Werden Sie dann wissen, was wir sind? Er blickte zurück auf ihre großen, runden Abdrücke im Schnee. Sie werden es sich zusammenreimen, sagte er. Dann blieb er stehen. Wir müssen darüber nachdenken. Gehen wir zum Feuer zurück. Er hatte daran gedacht, eine Stelle auf der Straße zu suchen, wo der Schnee vollständig weggeschmolzen war, doch dann fiel ihm ein, dass das nichts nützen würde, da ihre Spuren auf der anderen Seite nicht wieder auftauchen würden. Mit den Füßen scharrten sie Schnee auf das Feuer, dann gingen sie zwischen den Bäumen hindurch weiter, schlugen einen Kreis und kamen zurück. In aller Eile traten sie ein Gewirr von Spuren in den Schnee, dann machten sie sich durch den Wald auf den Weg zurück in Richtung Norden, wobei sie stets die Straße im Auge behielten. Sie entschieden sich schlicht für die höchstgelegene Stelle, zu der sie kamen und von der aus sowohl die Straße in Richtung Norden als auch ihre Spur zu überblicken war. Er breitete die Plane im feuchten Schnee aus und wickelte den Jungen in die Decken. Du wirst frieren, sagte er, aber vielleicht werden wir nicht lange hier sein. Es verging keine Stunde, und zwei Männer kamen fast im Laufschritt die Straße herunter. Als sie vorbeimarschiert waren, stand er auf, um sie zu beobachten. Und in diesem Moment blieben sie stehen, und einer blickte zurück. Er erstarrte. Er war in eine der grauen Decken gehüllt und wahrscheinlich schwer, aber nicht unmöglich auszumachen. Vermutlich, dachte er, hatten sie den Rauch gerochen. Sie standen da und redeten. Dann gingen sie weiter. Er setzte sich hin. Alles okay, sagte er. Wir müssen bloß warten. Aber ich denke, es ist alles okay. Sie hatten seit fünf Tagen nichts mehr gegessen und nur wenig geschlafen, und in diesem Zustand stießen sie am Rand einer Kleinstadt auf ein einstmals hochherrschaftliches Haus, das auf einer Erhebung neben der Straße stand. Der Junge hielt ihn bei der Hand. Auf dem Asphalt und in den nach Süden liegenden Wäldern und Feldern war der Schnee weitgehend geschmolzen. Sie standen da. Die Plastikumhüllungen um ihre Füße waren längst zerschlissen und ihre Füße waren nass und kalt. Das Haus war hoch und stattlich, mit weißen dorischen Säulen entlang der Vorderfront. An der Seite eine Wagenauffahrt, eine kiesbestreute Zufahrt, die durch eine Wiese von totem Gras im Bogen vor das Haus führte. Die Fenster waren merkwürdigerweise intakt. Was ist das hier, Papa? Psst. Wir bleiben erst mal stehen und horchen. Es war nichts zu hören. Der Wind, der den toten Pfarren am Straßenrand rascheln ließ, ein fernes Knarren, Tür oder Fensterladen. Ich finde, wir sollten es uns mal ansehen. Papa, lass uns lieber nicht da hochgehen. Keine Sorge. Ich finde, wir sollten da nicht hochgehen. Keine Sorge. Wir müssen es uns ansehen. Die Zufahrt hinauf näherten sie sich langsam. Keine Spuren in den da und dort noch vorhandenen Flecken schmelzenden Schnees. Eine hohe, tote Ligusterhecke, in ihrem dunklen Geflecht ein altes Vogelnest. Sie standen im Vorgarten und musterten die Fassade, die Ziegel, aus denen das Haus bestand, aus der Erde handgefertigt, auf der es stand. Die abblätternde Farbe hing in langen, trockenen Streifen an den Säulen und von den verzogenen Fensterstürzen herab. Über ihnen an einer langen Kette eine Lampe. Der Junge klammerte sich an ihn, während sie die Stufen hinaufstiegen. Eines der Fenster stand einen Spalt weit offen, und von ihm zur Veranda verlief eine Schnur, die im Gras verschwand. Er hielt den Jungen bei der Hand, und sie überquerten die Veranda, über diese Bretter waren einmal Sklaven gegangen, in den Händen silberne Tabletts mit Speisen und Getränken. Sie gingen zum Fenster und schauten hinein. Und wenn jemand da ist, Papa? Es ist niemand da. Wir gehen lieber, Papa. Wir müssen etwas zu essen finden. Wir haben keine Wahl. Wir könnten woanders was finden. Das klappt schon. Na komm. Er zog den Revolver aus dem Gürtel und drehte den Türknauf. An ihren großen Messingangeln schwang die Tür langsam nach innen auf. Sie standen da und lauschten. Dann traten sie in ein geräumiges Foyer, dessen Boden ein Karomuster aus schwarzen und weißen Marmorfliesen zierte. Eine breite, nach oben führende Treppe. An den Wänden schöne Morris-Tapete, wasserfleckig und durchhängend. Die Stuckdecke wies großflächig Ausbauchungen auf, und die vergilbte Zahnschnittleiste an der Oberkante der Wände war krumm und stellenweise abgeplatzt. Links hinter einem Durchgang in einem Zimmer, das wohl einmal das Esszimmer gewesen war, stand ein großes Buffet aus Walnussholz. Türen und Schubladen waren verschwunden, aber der Rest war zu groß, als dass man ihn hätte verbrennen können. Sie standen in dem Durchgang. In einer Ecke des Zimmers türmte sich ein großer Haufen Kleider, Kleidungsstücke und Schuhe, Gürtel, Jacken, Decken und alte Schlafsäcke. Er würde später reichlich Zeit haben, darüber nachzudenken. Der Junge klammerte sich an seiner Hand fest. Er war völlig verängstigt. Sie gingen durch das Foyer zu dem Raum auf der anderen Seite, betraten ihn und blieben stehen. Ein großer Saal die Decke doppelt so hoch wie die Türen. Ein Kamin, an dem die nackten Ziegelsteine bloß lagen, wo man den hölzernen Kaminsims und die Einfassung abgestemmt und verbrannt hatte. Auf dem Boden vor der Kaminöffnung lagen Matratzen und Bettzeug. Papa, flüsterte der Junge. Psst, sagte er. Die Asche war kalt. Ein paar geschwärzte Töpfe standen herum. Er ging in die Hocke, nahm einen in die Hand, roch daran und stellte ihn zurück. Er stand auf und schaute aus dem Fenster graues, niedergetrampeltes Gras, grauer Schnee. Die Kordel, die durch das Fenster kam, war an einer Messingglocke festgeknotet, und die Glocke war in einer primitiven Spannvorrichtung aus Holz befestigt, die man an den Fenstersturz genagelt hatte. Er hielt den Jungen bei der Hand, und sie gingen einen schmalen Flur entlang in die Küche. Überall Müllhaufen. Eine rostfleckige Spüle, Geruch nach Schimmel und Exkrementen. Sie gingen weiter in den angrenzenden kleinen Raum, vielleicht eine Speisekammer. In den Boden dieses Raums war eine Tür oder Luke eingelassen, die mit einem großen, aus geschichteten Stahlplatten bestehenden Vorhängeschloß gesichert war. Papa! sagte der Junge. Weg ihn lieber, Papa! Es gibt einen Grund dafür, warum das hier verschlossen ist. Der Junge zog an seiner Hand, er war den Tränen nahe. Papa! sagte er, wir müssen essen. Ich hab keinen Hunger, Papa! Ich hab keinen Hunger! Wir müssen ein Stemmeisen oder sowas finden. Sie schoben sich zur Hintertür hinaus, der Junge an ihn geklammert. Er steckte sich den Revolver in den Gürtel und ließ den Blick durch den Garten wandern. Es gab einen mit Ziegelsteinen befestigten Pfad und eine verkrümmte, drahtknäuelartige Form, die einmal ein Buchsbaumgehege gewesen war. Im Garten selbst befand sich eine alte, auf Pfeilern ausgestapelten Ziegelsteinen aufgebockte Egge, und irgendwer hatte zwischen die Stangen des Rahmens einen 200 Liter fassenden, gusseisernen Kessel von der Art gezwängt, wie man sie früher verwendet hatte, um Schweinefett auszulassen. Darunter waren die Asche eines Feuers und geschwärzte Holzscheite. An einer Seite, etwas entfernt, ein kleiner Wagen mit Gummireifen. Das alles sah er, ohne es richtig wahrzunehmen. Am hinteren Ende des Gartens standen ein altes Räucherhaus aus Holz und ein Werkzeugschuppen. Das Kind mit sich zerrend ging hier hinüber und machte sich daran, die Werkzeuge durchzusehen, die in einem Fass unter dem Schuppendach standen. Er fand einen langstieligen Spaten und wog ihn in der Hand. Komm mit, sagte er. Ins Haus zurückgekehrt, hackte er auf das Holz um die Schließbandbefestigung ein, zwängte schließlich das Spatenblatt darunter und stemmte sie ab. Sie war mit Durchsteckschrauben am Holz befestigt, so daß sich die ganze Konstruktion samt Schloss löste. Er stieß das Spatenblatt unter die Kante der Luke, hielt inne und holte sein Feuerzeug aus der Tasche. Dann stellte er sich auf den Griffzapfen des Spatens und hob die Luke an folgte sich vor und packte sie mit der Hand. Papa flüsterte der Junge. Er hielt inne. Hör mir zu, sagte er. Lass das. Wir sind am Verhungern. Verstehst du? Dann hob er die Luke an, klappte sie nach hinten und legte sich auf den Boden. Warte einfach hier, sagte er. Ich gehe mit dir. Ich dachte, du hast Angst. Hab ich auch. Okay, bleib einfach dicht hinter mir.